Zurzeit erleben wir in Gesamtdeutschland, vor allen Dingen auch hier in Berlin, einen ansteigenden Rassismus, der aber schon immer vorhanden war. Er ist tief verwurzelt in der Gesellschaft. Leider müssen wir zurzeit feststellen, dass immer mehr Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte passieren oder auch Angriffe mit Steinen, wie erst letzte Nacht in Mazaran wieder passiert ist. Und dagegen richten wir uns. Wir richten aber uns auch genauso gegen den parlamentarischen Rassismus, der von AfD oder von Pro Deutschland und NPD und ähnlichen Konsorten ausgeübt werden, wo man leider aber auch festhalten muss, dass Teile der CDU und SPD sich genauso zu diesem Rassismus nicht bekennen, aber ihn leider tagtäglich formulieren. Wir haben es am 12.03. verpasst, den Nazi-Aufmarsch, um Enrico Sturbe zu verhindern. Jetzt, am 7.05., haben wir die Möglichkeit, mit der Demonstration für ein solidarisches Berlin ein gutes Zeichen, ein vielfältiges, ein buntes Zeichen gegen neonazistische Strukturen, gegen Rassismus in Berlin und in der deutschen Gesellschaft zu setzen. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen. Lasst uns gemeinsam am 7.05. um 13 Uhr hier am Hackeschen Markt treffen. Von hier aus mit der Demonstration für ein solidarisches Berlin Richtung Mitte laufen und uns dort den Nazis um Enrico Sturbe in den Weg stellen. Für ein solidarisches Berlin. Wir haben die zweite Chance. Lasst uns diesmal nicht verpassen. Wir sehen uns.